Völlig recht. Zuallererst möchte ich sagen, vielen Dank für den Öle-Marathon, Aditya. Vielen Dank, Team Enjoy. Vielen Dank für die Ehre, dass wir sprechen dürfen. Vielen Dank an Ayla, die so viel organisiert hat. Und ich möchte auch erwähnen, dass jeder, der Team Enjoy ist, auch Team Wenker ist. Das heißt, Sie können auch unsere Facebook-Seiten, können denen beitreten. Und wir freuen uns über alle, die kommen. Und wir sind unglaublich dankbar für dich, Aditya, wie gut wir zusammenarbeiten. Vielen Dank, ich empfinde das auch so. Die Gruppe heißt Natürlich in die Zukunft, Team Wenker auf Deutsch, auf Facebook, Natürlich in die Zukunft. Und auf Englisch heißt es Wenker Wellness Warriors. Wenn ihr Ja. also auf Englisch Mitglieder habt, Ja. Warriors, natürlich in die Zukunft. Natürlich in die Zukunft ist die deutsche Verwaltet Gruppe. das nicht nur. Ja. Natürlich in die Zukunft. Und Meine die Ellen macht das Präsentation. mit so viel Herz. Danke. Die Leute kennen mich eigentlich nicht auf Zoom oder in Präsentationen, weil alles, was ich mache, ist hinter den Kulissen. Ich bin die Person, die sich um die Gruppen kümmert, um die Messages und all das. Für mich ist es, also es braucht jemand wie Aditya, damit ich vor die Kamera gehe, um ehrlich zu sein. Eine große Ehre, dass wir dich auf die Kamera gekriegt haben, weil du bist absolut fotogen. Ich stimme deinem Mann zu, du siehst fantastisch aus und Danke. tolle Ausstrahlung. Du siehst eigentlich aus wie so 35. Also, Ach ja. Verdopple das mal und dann bist du nahe an meinem Alter. Also, meine aber so Präsentation siehst du nicht aus. hat zwei Teile. Du bist Der ja erste Teil ist, zu Young Living vor dem Doktor gekommen. Der erste Teil ist, Du wie hast Young Living entdeckt für den Denkhaushalt. kam. So, der erste Teil ist, wie kam ich zu den Eulen? Und der zweite Teil ist, was ist unser Warum, unser Why? Und unser großes Warum ist, dass wir so viele, vor allem alte Hunde, die niemand will, retten möchten. Okay? Ich gehe jetzt zurück in meine Kindheit. In meiner Kindheit, sagen wir jetzt mal einfach Ende 50er, Anfang 60er Jahre, war was heute Holistik oder irgendwie abnormal, natürlich gesehen wird, war normal. Das war, wie alle Leute gelebt haben. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Meine Urgroßmutter war noch am Leben. Meine Großmutter und meine Mutter haben mir vieles beigebracht, was man mit natürlichen Sachen machen kann. Also zum Beispiel, heute sagt man Folklore, aber diese Sachen wurden gebraucht für hunderte von Jahren. Und ich war als Kind kaum je beim Arzt. Mein Bruder war einmal beim Arzt für einen Armbruch. Ich war einmal beim Arzt für mein Blinddarm wurde entfernt. Aber sonst, meine Großmutter hat uns betreut und sie hat zum Beispiel Sachen gemacht wie Essigsocken. Viele von euch, die älter sind, ihr mögt euch vielleicht daran erinnern. Arnika-Pflaster. Sie hat Arnika. Blumen gekocht und falls mir eine Verletzung oder ein, ja, weißt du, von der Schule einen Unfall hatten, hat sie uns Arnika-Pflaster gemacht. Nelken mit
wenn die zweiten Zähne kamen, Lakritze für bestimmte Sachen, Kamille zum Einschlafen und Beruhigen, Pfefferminze, Brühe, Knochenbrühe für den Magen, Honig mit Salbei für Erkältungen und so weiter. Einfach, was heute, was mich bedrückt, ist, dass heute das als abnormal gesehen wird. Aber vor hunderte von Jahren war das in der ganzen Welt, in Europa, in Nordamerika, überall war das normal. Das ist, wie man die Kinder und die Erwachsenen gepflegt hat und unterstützt hat, die Gesundheit unterstützt hat. Auch unser Essen war aus dem Garten. Meine Mutter hat einen Garten gepflanzt mit frischen Kräutern, mit Tomaten, mit Basilikum, mit Salat, mit Gemüsen. Sie hat uns Kinder mit der Schere nach außen geschickt, wenn sie gekocht hat, gesagt, schneid mir so und so viel von dem und dem. Und so haben wir gegessen. Und damals war auch in der Schule, wir kamen heim für das Mittagessen. So, wir haben immer ganz frisch gegessen. Organisch würde man heute sagen, damals war es einfach normales Essen. Dann mit 24 habe ich einen Arzt geheiratet, der nicht ganz genau gleich aufgewachsen ist. Und vor allem durch das Studium war er immer, er hat im Emergency Room gearbeitet und in der Intensivstation und als Anästhesist. Und sein Thema war damals immer, solange du noch alleine schnaufen kannst, bist du okay. Und sonst gibt es hier ein Medikament. Ja, da er aber 18 Stunden am Tag und zum Teil 110 Stunden pro Woche als Assistenzarzt gearbeitet hat und ich mittlerweile zwei kleine Kinder hatte, habe ich einfach mit weitergemacht, was ich gelernt habe von meiner Großmutter und Mutter und habe die Kinder mit Essigsocken und solchen Sachen behandelt und er wusste gar nichts davon. Ich habe es einfach gemacht. Und die Kinder waren so gesund, dass der Kinderarzt gesagt hat, ich habe noch kaum je so gesunde Kinder gesehen. Und dann sind wir 35 Jahre später, ich war 35, dann sind wir 10 Jahre später nach Amerika gezügelt. Und ich war absolut entsetzt. Da waren keine Reformhäuser, da waren keine Farmers Market in 1993, da waren nur die Supermarkets, das Brot war wie Schwamm, konntest das so zusammendrucken und schon vorgeschnitten und ich habe gedacht, wie behalte ich meine Kinder gesund in dieser Umwelt? Und ich habe dann Farmers Markets gefunden, bin zum Teil eine Stunde gefahren, um gewisse Kräuter oder Sachen zu erhalten. Und als die Kinder dann, und habe natürlich immer organische Essenssachen gesucht, was damals schwierig war, es ist jetzt einfacher, fast jeder Supermarkt hat eine organische Sektion, aber damals war es schwierig. Als die Kinder in der Hochschule waren, hier ist meine Geschichte, wie ich zu Young Living kam und den ganzen Tag weg waren, habe ich beschlossen, eine Ausbildung zu machen zur Yoga-Lehrerin. Und das war jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends und dann noch Hausaufgaben für 2 Wochen. Und ich dachte, ich schaffe das nicht. Aber am allerersten Tag, als ich in das Studio ging, um 5:30 Uhr morgens, ging ich in den Raum und da lief ein Diffuser.
Und das war Purification in der. Und das hat so unheimlich gut gerochen. Und dazu haben alle wir Studenten jeweils jeden Morgen einen Tropfen Öl auf die Stirne bekommen. Und ich weiß noch, der erste Tag war White Angelica. Und ich habe das gespürt in meinem ganzen Körper. Ich war todmüde. Ich habe Hausarbeit gemacht bis Mitternacht und war um 35 schon wieder da. Aber das hat mich irgendwie, wow. Und der nächste Tag war Harmony. Und auch das Studio, wir waren all die Studenten. Und dazwischen fanden immer noch die Klassen statt, die normalen Klassen, die wir auch geleitet haben. Aber das Studio roch immer wunderbar, weil ununterbrochen der Diffuser mit Purification oder Sieves gelaufen ist. Und dann habe ich am Abschluss ein paar Öle dort gekauft und bin nach Hause gekommen und habe herausgefunden, dass eine relativ neue Freundin von mir, die ein Massagestudio zu Hause hatte, die Öle kaufte von einer anderen Freundin. Und ich habe gesagt, kannst du mir auch gewisse Öle bestellen? Und sie hat gesagt, sicher. Also ich habe mich nicht eingeschrieben, aber ich habe jeden Monat gesagt, ich brauche das, das und das. Und dann habe ich Klassen, Yoga-Klassen gegeben im lokalen Club. Und ich habe morgens in den Klassen jeweils etwa 3 bis 5 Öle zur Verfügung gestellt und bei den Abendklassen auch. Und ich habe alle die Teilnehmer daran schnuppern lassen. Also zum Beispiel morgens habe ich so Sachen zur Verfügung gestellt wie Pfefferminzeöl und Grapefruit und Orange und einfach Sachen, die aufwecken, weil diese Frauen und auch Männer, die kamen in meine Klasse, die hatten bereits eine Stunde hinter sich, wo sie die Kinder gefüttert haben, das Lunchpaket für die Kinder gepackt haben, sich bereit machen für den Job und die waren bereits erschöpft nach einer Stunde. Da habe ich diese Öle und ich habe die schnuppern lassen und dann haben sie einen Tropfen aufs Handgelenk gegeben oder in die Handflächen. Ich habe gesagt, atme tief ein und die waren alle begeistert. Abends habe ich solche Öle gebraucht, wie zum Beispiel Peace and Calming, Stress Away, Cedarwood. Und jeder konnte sich sein eigenes Öl auslesen und einfach etwas nach dem Tag, der sehr anstrengend war, entweder mit der Arbeit oder mit kleinen Kindern. Und sehr bald wurde ich in der Gegend berühmt als die Frau, die Aroma-Yoga-Klassen gibt. Und ich habe die Öle auch zu Hause gebraucht an meinen Kindern. Die Dana war damals, sie ist heute 31, sie war damals im Dance-Team. Und kam jeden Tag erschöpft nach Hause und hat gesagt, Mami, kannst du mir eine Raindrop geben oder kannst du mir etwas auf die Schulter geben oder kannst du dies machen und das machen? Und ich habe das gemacht. Ich hatte eine Schachtel mit Ölen in meinem Zimmer. Und der Nick hat gefragt, weil der war im Speech and Debate, also Debattierteam von der Schule. Und der hat nach Valor gefragt, auf den Fußsohlen und solchen Sachen. Und der Oli hat sich immer nur lustig gemacht darüber, hat gesagt, haha, das Hippie-Zeugs, das du machst mit deinen Kindern, unseren Kindern. Aber er war ehrlich gesagt 18 Stunden am Tag, war er sowieso beschäftigt im Spital, weil damals hat er mit Dr. DeBakey gearbeitet und die haben Herz-Lungen-Transplantationen gemacht und das ging 18 Stunden. Das heißt, er war eigentlich weg und ich habe einfach die Kinder quasi hinter seinem Rücken mit den Ölen behandelt. Und dann hat mein Mann nach ein paar Jahren, wurde er angefragt, für Young Living einen Vortrag zu halten, weil jemand, der mit Gary sehr eng
zusammengearbeitet hat, hat einen seiner Vorträge gehört, der eigentlich nur für Ärzte war. Und er hat gesagt, würdest du für unsere Company sprechen? Und der Oli hat das nachgeschaut und hat gesagt, oh, das ist eine MLM. Und ich habe immer gesagt, keine MLM. Wir wurden einmal gebrannt bei einer. Und dann habe ich gesagt, aber was ist der Name? Und er hat gesagt, Young Living. Und habe ich gesagt, aber das sind die Öle, die ich seit Jahren brauche. Du machst dich lustig darüber. Und dann hat er sich plötzlich in die ganzen Sachen vertieft und hat Vorträge gemacht für Young Living. Und eines Tages haben wir uns plötzlich überlegt, also ich brauche die Öle jeden Tag an den Kindern und an mir. Und der Oli macht Vorträge für Young Living und er hat den Gary und die Mary besser kennengelernt. Warum schreiben wir uns nicht ein? Und dann haben wir uns eingeschrieben bei Young Living nach einer Diskussion, weil wir von Gary und Mary und den Produkten und der Company, dem Geschäft, so überzeugt waren. Das war eigentlich der Grund, warum wir uns eingeschrieben haben. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum machen wir all dies? Oli und ich arbeiten je 8 bis 10 bis 12 Stunden pro Tag an dem Geschäft. Ich mache alles online und er macht all die Zooms. Warum machen wir das? Okay, seit 20 Jahren, als ich das erfahren habe, wie viele ausgesetzte Hunde es in der Houston Area gibt, habe ich angefangen, Hunde zu retten. Und das ist jetzt im Moment unser Warum, unser Why. Warum machen wir das? Abgesehen davon, dass wir natürlich gesund leben möchten und uns nicht vergiften wollen mit Produkten aus dem Supermarkt. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt geben wir einen Viertel gut, meistens mehr von unserem Einkommen jeden Monat an kleine, lokale Tierrettungen oder alte Leute, die die Rechnung beim Tierarzt nicht bezahlen können, aber ihre Hunde lieben. Das ist jetzt unsere Passion geworden. Also, let's go to the dogs. Sehen wir uns mal die Hunde an. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, dass mir zuerst alle Bilder zeigen und nachher können wir es live zeigen. Gut. Welches? Okay, Ori mischt sich ein, wie immer. Ja, natürlich. Die Technologie muss ja auch funktionieren. Jetzt muss ich um dich herumkommen. Ja, machst du wir das? Wir werden den Bildschirm teilen. Voilà. Und dann werden wir hier reingehen. Und das dürfte das hier sein. Und dann werden wir hier, Moment, wo bin ich hier? Und dann das groß machen. Voilà. Jawohl. Und jetzt kannst du anfangen und dann mit aber nicht weiterkommen. Genau, ja. Ja. Okay, das sind nicht mal alle meine. Kleine in der Mitte ist eine, die meine Tochter gerettet hat. Und wir haben mittlerweile nicht nur 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben im Moment 9 Hunde. Das ist Sweetie. Die wurde als kleines Baby in einen Graben geworfen, in einer Gegend, die bekannt ist für Puppy Mills. Das ist leider in Amerika immer noch erlaubt, dass Hunde in Käfigen gehalten werden und nur zum Gebären gebraucht werden. Und weil sie eine große Hernia hatte und die Augen nicht ganz gerade sind, wurde sie einfach in einen Graben geschmissen. Eine Freundin hat sie gefunden. Da ist sie ganz klein links. Und so sieht sie heute aus. Erster Kontakt mit Schnee. Ja, und sie ist eigentlich unsere einfachste Rettung, da sie war nur 5 Wochen alt, also zu klein, um von der Mutter genommen zu werden. Ich habe sie mit einer Flasche gefüttert, aber sie hat auch
nicht wie die anderen Hunde, die ich jetzt habe, ein großes Trauma. Da. Natürlich schläft sie bei uns im Bett und sie schläft gerne und lang. Okay, das ist Happy. Happy hat eine ganz furchtbare Geschichte. Sie wurde auf der Straße gefunden mit fast kein Haar, die ganze Haut rot, voll Blut. Und da war ich schon aktiv im lokalen Shelter. Die hatten damals eine Todesrate von 89%. Jetzt ist es umgekehrt. Als wir sie abgeholt haben, hat der Shelter uns gesagt, sie wird die Nacht nicht überleben. Wir haben sie sofort zum nächsten Tierspital gebracht und dann nach Hause genommen und haben sie behandelt mit Medikamenten wie auch mit natürlichen Sachen. Und wie ihr seht, ist die, sie hatte Milben und die haben ihr die ganzen Haare weggegessen. Und sie natürliche hat Sachen haben wir natürlich nur gebraucht, um Gesundheit zu unterstützen. Ja, nur gebraucht. Da siehst du wieder Ori zum Teil auch, wir haben Sachen gemischt mit Kokosnussöl, ich denke, ich darf das mal sagen. Ja. Und wie ihr seht, hat sie fast keine Haare. Und der Tierarzt hat uns sogar gesagt, sie wird die Nacht nicht überleben. So sieht sie heute aus. Ein wunderschönes Fell und sie ist ein wunderbarer Hund. Und sie ist der einzige Hund, der sich für die Bücher von meinem Mann interessiert. Jawohl, sehr gut. Cookie. Cookie war etwa vor 6 Jahren ausgesetzt im Januar in einer der kältesten Wochen je auf einem Balkon. Wir denken, sie war damals etwa 1,5 Jahre alt. Sie hat ihr ganzes Leben auf diesem Balkon verbracht und jemand hat das Wimpern gehört, das Weinen, und ging zum Hausverwalter und er hat gesagt, die Leute sind vor 2 Wochen ausgezogen und der Hund wurde einfach zurückgelassen. Sie hatte Heartwurm. Sie hat so geweint, dass ihr ein Auge rausgefallen ist. Und wir mussten dann zu einem spezialisierten Augenarzt, der ihr ein Kunstauge eingesetzt hat, damit nicht ständig Tränen daraus laufen. Und natürlich haben wir sie auch beruhigt auf verschiedene Arten. Heute sieht sie so aus. Sie ist ein Chef. Sie ist der Boss der ganzen Hunde. Und es stört sie überhaupt nicht, dass sie nur ein Auge hat. Sie bewegt sich prima rund um den Garten. Okay, Milo. Milo war ein Straßenhund, der aufgegriffen wurde von der Polizei und zum Shelter gebracht. Und eigentlich war er nur gedacht als ein Pflegehund, bis er auf den Transport kam. Aber als wir ihn nach Hause brachten, haben wir gemerkt, dass er sehr krank ist. Er hat nicht gegessen, nicht getrunken, er hat erbrochen. Wir haben ihn notfallmäßig in ein Spital gebracht. Und das sind seine Röntgenbilder. Röntgenbilder, die zeigen, dass er einen akuten Darmverschluss hat mit unerklärbaren Festkörpern im Darm. Und jetzt, dann mussten die ihn quasi vom Hals bis nach unten aufschneiden. Und hier kommt der interessante Teil. Man hat uns gesagt, nach der Operation, das war an einem Dienstag, glaube ich, dass er bis übers Wochenende bleiben muss, an den Infusionen und so. Aber ich bin jeden Tag hingefahren und ich durfte ihn im Spital für 1 Stunde in den Garten nehmen. Jetzt, ich hatte immer Stress Away an mich geschmiert, weil mich hat die Situation sehr gestresst, natürlich, diesen kranken Hund zu haben und nicht zu wissen, ob er überlebt. Und am Samstagmorgen hat uns die
operierende Tierärztin angerufen und gesagt, wissen Sie was? Sie können den Hund sofort holen. Er muss nicht bis Montag bleiben, weil jedes Mal, nachdem Sie zu Besuch kamen, hat er sich besser gefühlt. Und er ist einer der wenigen Hunde, wo wir fühlen, er ist sicherer und wird sich schneller erholen zu Hause. Ich weiß nicht, ob es die Liebe war, die wir ihm gezeigt haben, oder zum Teil auch, dass er mich gerochen hat und auch das Stress away eventuell. Zu Hause hat er, und er hat bis zum heutigen Tag chronische Sinus, wie heißt das? Probleme. Und Probleme. Wir brauchen nur natürliche Sachen, um ihm zu helfen, inklusive wir unterstützen seine gesunde Atmung mit etwas Atemtherapie, wie Aromatherapie, und wir machen wir das mit Hunden. Wir haben einen Vernebler und den haben wir eine Plastikflasche, eine Wasserflasche auseinandergeschnitten, sodass die schön in den Vernebler passt. Und dann kann man die Schnauze so halb in diese Plastikflasche reintun. Plastik ist natürlich nicht ideal, Glas wäre besser, aber für diese 2-3 Minuten, wo ich das ab und zu mal mache. Und so kann ich die gesunde Atmung unterstützen und dann tue ich auch die gesunde Ernährung bei dem Hund unterstützen, wenn er ab und zu wieder mal Darmprobleme hat. Ja, er wird nie wirklich sehr gesund sein, aber er springt im Garten herum und er genießt sein Leben. Hier ist er heute in der Küche auf dem Stuhl. Ja, man muss aufpassen bei uns, wenn man auf Stühle sitzen möchte, weil immer unter den Tüchern hat es 1 oder 2 Hunde. Meistens sind 2 Hunde unter diesem Tuch beschäftigt. Ja, und die sitzen nie auf den Tüchern, die ich drauf tue, um die Möbel zu beschützen. Sie graben sich immer drunter. Okay, Tiny Tim. Auch so ein Fall aus dem Shelter. Und ihr müsst wissen, dass die Shelter in unserer Umgebung, zum Beispiel in der Stadt Houston, da kommen so viele Hunde jeden Tag rein, dass alle 24 Stunden werden mehrere umgebracht, einfach weil die den Platz nicht haben. Also der Tiny Tim kam in und er hatte ein Bein, das total zerschmettert war. Und es sah so aus von den Bildern, wie wenn jemand ihm mit schweren Stiefeln darüber getrampelt hat. Dann wurde er vom Shelter zum Notarzt gebracht, aber die haben eine total falsche Plaster, wie heißt das auf Deutsch? Ein Gips. Gips gemacht. Ohne die Wunden zu behandeln und viel zu eng. Und das war gerade in der Nacht vor Thanksgiving, wo alles zu sind, alle Ärzte, alles. Aber ich habe gesehen, wie sein Fuß aufgeschwollen ist. Der Oli hat versucht, das selbst aufzuschneiden, aber es war zu hart. Das habe ich selber aufgeschnitten, ja, ja. Sofort. Ja. Wir gingen dann zur Emergency Clinic und die haben alles aufgeschnitten, haben all die Wunden gefunden und haben ihm dann einen Verband gemacht, der... jede Woche, jeden dritten Tag wurde der erneut. So musste er den Kragen tragen, damit er nicht an seinem Bein herumknabbert. Und als es dann Zeit wurde, da hatten wir 3 Monate, als das Bein endlich verheilt war, habe ich gesagt, morgen ist ein Adoptionsevent und wir müssen ihn bringen. Da sitzt er im Käfig in einem Hundeladen und die Leute können ihn adoptieren. Und da hat Oli gesagt, kommt nicht in Frage, der gehört zu uns. Und dann musste der Oli dann anziehen, was wir der T-Shirt of Shame nennen. Das ist Schande. Und es steht darauf, ups, ich habe einen anderen Hund adoptiert und ich habe gesagt, du musst das anziehen, weil diesmal ist es deine Wahl. Heute sieht er so aus. Er ist lustig, er ist aufgeweckt, er macht Faxen. Er ist einfach ein lustiger Hund. Okay, wir haben mittlerweile mehrere Hunde aufgenommen. Hier ist Dodger.
der wurde an einem ganz, ganz schlimmen Shelter. Ich kann nicht mal Shelter sagen, weil das sind nur so Hundewegwerfstationen, wo die sofort abgetan werden. Wurde der weggeschmissen von einer Person in einem teuren Auto mit einer teuren Handtasche an der Border, an der Grenze zu Mexiko, weil sie hat gesagt, sie hat ihn seit 8 Wochen, er war 8 Jahre mittlerweile, und er hatte ein furchtbares, eine Hernie und eine... Zwei Hernien um den Anus herum. Und auf alles... Ja, in einer Hernie war der Darm drin, in der anderen Hernie war... Also der halbe Darm und der halbe Urintrakt sind ihm aus dem Anus gefallen, und die Frau hatte einfach keine Lust, für eine Operation zu zahlen. Und zufällig war eine der Rettungen, mit denen ich arbeite, war gerade dort, um 2 andere Hunde zu holen. Und ich habe sofort geschrieben, nehmt den mit, ich nehme ihn als Pflegehund. Und er hatte 2 sehr lange, sehr schwierige Operationen, war mehrere Tage im Spital. Und zu Hause hat er einfach sehr viel Liebe gekriegt. Und was ich immer mache mit den Hunden, vor allem frisch von Operationen oder frisch vom Shelter, ich streichele ganz sanft. Sag mal, wo meine Sachen sind hier. Sehe ich nur im Moment. Okay. Mandwell oder Frankincense, streichle ich die einfach, ich tue einen Tropfen auf meine Hände und streichle die Hunde damit. Und sehr oft tue ich einen Tropfen Rosenöl auf das Crown Chakra in die Mitte vom Kopf. Das habe ich gelernt von einer Freundin, die nach dem Tornado in Oklahoma in einer riesigen Turnhalle hunderte von Hunden hatte, die durch die Luft gewirbelt wurden. Und sie hat mir gesagt, hör mal, das ist das Beste, wenn die sind so traumatisiert und fast am Sterben. Einfach ein Tropfen Rosenöl, um irgendwie wieder die Lebensenergie zu unterstützen. Also so sah es aus. Nach der Operation. Nach der Operation. Also ihr seht all die Narben, wie schlimm das war. Und heute sieht es so aus, auch in unserem Bett natürlich. Er hat immer noch ab und zu eine Augeninfektion, aber er ist fröhlich. Er liebt den Garten, er springt herum, er isst, er trinkt. Seht ihr, das ist, was er am liebsten macht. Und das stimmt mit, was Olli gesagt hat, mit der Sonne und dem Grounding. Er sitzt so gerne in der Sonne und nimmt das Vitamin D auf. Okay, an Weihnachten. Ich wusste nicht, ja, also dass das Bild kommt. Das Bild kommt! Letzte Weihnachten hat mein Mann mir ein Geschenk nach dem anderen gegeben und alles waren Pullover oder T-Shirts, und darauf standen alle die Namen der Hunde, die wir adoptiert hatten, und überall war Dodger drin, weil er wollte den Dodger unbedingt behalten. Was er nicht wusste, war, dass ich bereits hinter seinem Rücken den Dodger adoptiert hatte als Weihnachtsgeschenk für ihn. Also wir haben uns da selbst gegenseitig überrascht. Fernsehloge, ja. Tim. Okay, Darla. Darla und ihr Bruder, ich weiß nicht, okay. Kommt später. Da kommt später noch, ihr Bruder. Letztes Jahr, am Anfang vom März, hatte ich einen Post gesehen auf Facebook. Er sagte, mein Stiefvater muss ins Spital für 30 Tage und hat 2 sehr alte Hunde und kann jemand die für 30 Tage nehmen. Und ich habe gesagt, wie immer, klar, nehme ich, obwohl beide sind schon über 16 Jahre alt. Ich habe später herausgefunden, dass die eigentlich seine Frau gehörten, die 2015 gestorben ist an Krebs. Und die Hunde waren einfach immer allein in dem Apartment. Die hatten zuerst panische Angst vor dem Rasen, vor überhaupt nach draußen gehen.
sie kamen ohne Kragen, ohne Papiere, ohne irgendwas. Die Darla konnte kaum stehen. Sie waren beide furchtbar dünn, hatten keine Muskulatur mehr. Ich habe jeden Tag, habe ich beide mit Mendwell oder mit, was habe ich noch genommen? Mendwell und Gentle Baby. Gentle Baby. Habe ich ganz sanft das Fell eingestrichen und ein bisschen massiert. Ich muss sagen, von der ganzen Animal Line, ich liebe das Mendwell, weil viele Hunde, vor allem die plötzlich abgegeben werden in einem Shelter oder so, sind total traumatisiert. Und das Mendwell einfach zur Unterstützung des seelischen Wohlbefindens. Das ist die Darla jetzt. Sie hatte dann einen Hirnschlag und konnte nicht mehr laufen. Da haben wir Wassertherapie gemacht mit ihr. Und daneben ist ihr Bruder, um ihre Beine wieder zum Bewegen zu bringen. Wir haben den ganzen Pool geheizt. Man kann es auch in der Badewanne machen, wenn man keinen Pool hat. Und eben wie immer habe ich das Rosenöl auf ihr Crown Chakra aufgetragen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht oder nicht, aber wenn es mir als Mensch hilft, meine mentale Gesundheit zu erhalten, dann denke ich, es schadet den Hunden auch nicht. Hier, als sie kamen, ihr seht rechts, wie unglaublich dünn ihr Bruder war. Das ist der Sparky. Die waren beide völlig unterernährt und sie waren beide nicht gewohnt, irgendwo in einem Garten oder so zu sein. Sie waren in einer Wohnung eingesperrt und einmal am Tag ging die Stieftochter und hat denen ein paar harte Krümel gegeben, aber beide hatten komplett kaputte Zähne und konnten die nicht mal essen. Okay, hier sind sie heute. Er kümmert sich immer noch um sie, schlägt sie ab. Schaut mal, wie stolz der Hund hier ist. Das ist derselbe magere, krank aussehende, traurige Hund. Okay, dann dazwischen nehmen wir, neben unseren neuen Hunden, nehmen wir auch immer noch Pflegehunde rein. Das wäre Mary Bell. Sie ist eine große Däne. Ja, eine große Däne. Und sehr mager und ein Bein musste amputiert werden. Und wir haben ihr einen großen Schal von mir genommen und um den Bauch gewickelt, damit sie laufen konnte im Garten. Und dann plötzlich hat sie gelernt, selbst zu laufen. Ja, nicht plötzlich. Ich musste sie mit einem Schal. Ja, mit einem Schal. Ich habe es erzählt. Mit einem Schal um die Hüften und herauf. Und dann plötzlich hat sie gelernt, auf drei Beinen zu laufen. Wunderbarer Hund, wurde mittlerweile adoptiert. Das ist die Mary Bell mit der kleinen Darla, der 16-Jährigen. Und dann haben wir das ganze Futter, die Mary Bell brauchte ein ganz, ganz spezielles Futter, weil sie so krank war. Und wir wussten, dass die Leute, die sie adoptieren, nicht sehr viel Geld hatten. Dann haben wir im Laden das ganze Futter, das wir gefunden haben, gekauft und ihnen geschenkt. Ah, das ist die neueste Rescue. In das neueste Foster Child wahrscheinlich für immer. Sie heißt Campy und ich habe noch nie in 20 Jahren einen so traumatisierten Hund gesehen. Er wurde auch in einer anderen Gegend in Texas in einem High-Kill Shelter abgegeben. Ein Mann, der gesagt hat, er sei ein Freund vom Besitzer und der Besitzer könne sie nicht mehr behalten, hat sie einfach dort abgegeben und gesagt, bringt sie um. Sie ist 17 Jahre alt, ist eh wurscht. Und wieder hat eine Rescue, die genau eine Rescue, eine Rettungsaktion, mit der ich zusammenarbeite, war genau dann dort und hat mich sofort angeschrieben. Und ich habe gesagt, nehmt sie, nehmt sie, nehmt sie.
Sie war psychologisch in 20 Jahren der schwierigste Fall, den ich hatte, weil sie war so niedergeschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, 17 Jahre im selben Heim und dann werdet ihr in einem Shelter einfach hingeschmissen und in den Shelters riecht es nach Angst. Die Hunde riechen das, weil jeden Tag werden so und so viele umgebracht. Die Angst ist dort und alles. Und sie war so bedrückt vor Wochen, dass ich fast aufgegeben habe. Ihr seht links, sie hat sich nur so zusammengekrümmelt. Sie hat uns nie ihre Augen gezeigt. Und die Zähne waren schlecht. Das ist der Brustkrebs. Und sie hat, das ist der Brust, sie hat einen Brustkrebs, aber der Arzt hat uns gesagt, sie ist zu alt, sie ist über 17 für eine Anästhesie. Und wir hoffen einfach, dass wir ihr noch ein paar schöne Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei geben können. Und wir haben ja einige Tricks, wie wir die Gesundheit unterstützen können. Ja, ich habe zum Beispiel sie auch jeden Tag mit Gentle Baby massiert. Rose auf den Kopf. Kommt dann. Und die anderen Hunde haben das gespürt, dass das ein sehr, sehr bedrückter Hund ist. Und haben sich an sie gekuschelt. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied in der Körpersprache. Sie schaut auf, sie zeigt uns die Augen. Sie hatte panische Angst vor dem Garten. Ich denke, sie wurde entweder in einer Garage oder in einem Hinterhof angekettet. Der Arzt hat uns gesagt, sie wurde mehrmals gebrütet. Also sie könnte sogar von einer dieser ganz schlimmen Brutstellen kommen. Und wie die gemerkt haben, dass sie zu alt ist und Brustkrebs hat, haben sie die einfach weggeschmissen. Mittlerweile seht ihr den Unterschied in der Körpersprache zu den ersten Bildern. Sie ist total relaxed und happy und streckt die Beine aus. Und hier seht ihr mich mit all den Tieren, die wir im Moment haben. Dazwischen kommt immer mal wieder ein oder zwei Pflegetiere. Das ist, weil die werden, bevor die adoptiert werden können, wenn die aus dem Shelter kommen oder transportiert auf den Norden, wo die wenig ausgesetzte Hunde haben, müssen die zuerst 6 Wochen in einem Haus sein, und alle Impfungen kriegen und nutriert. Sterilisiert sein. Und dann kriegen sie einen Ausweis vom Arzt und dann können sie adoptiert oder transportiert werden. Also deshalb habe ich auch immer wieder Foster. Und das ist etwas, womit unsere kleinen Tierorganisationen in der Nachbarschaft sehr kämpfen. Sie haben nicht nur wenig Geld, aber sie haben wenig Leute, die für 6 Wochen oder 8 Wochen einen Hund nehmen, bevor der adoptiert werden kann. Das ist die Hundegroßmutter, die hat eine alte Dame, die ist fast 90. Sie hat damals war sie für unsere Kinder der Babysitter. Und jetzt immer, wenn ich wieder einen Foster oder ein krankes Tier habe, dann kommt sie rüber und sitzt vor dem Fernseher und hält das Tier im Arm, einfach damit das Tier, während ich arbeite, etwas Liebe spürt. Und wir helfen eben auch alten Leuten so. Ja, gehen wir nochmal zurück. Das ist Teil von unserem Why, unserem Warum, warum wir Young Living machen. Unser Traum ist, und wir sind daran, das zu verwirklichen, eine Ranch zu bauen, wo wir die alten Hunde und die behinderten Hunde reinnehmen, weil wenn die Leute in den Shelter gehen, dann nehmen die alle die hübschen, jungen Puppies, die kleinen, herzigen Hunde. Aber wenn ein Hund 16, 17 Jahre alt oder behindert ist, will die niemand. Also was wir wollen, ist eine Ranch bauen, wo wir die alten Hunde nehmen. Aber wie ich gesehen habe,
wie unsere ehemalige Babysitterin, die kommt rüber und sie will nicht mal Geld dafür. Und sie hat so Freude, wenn sie sich nützlich fühlt, weil sie sonst einfach alleine in ihrem Assisted Living Zimmer lebt. Und jetzt ist meine Idee, dass sobald wir die Farm haben und mehr Hunde aufnehmen können, dass ich die Altersheime in der Gegend kontaktieren werde und fragen werde, ob es Leute hat, die vielleicht gerne so etwas machen, weil für alte Leute, denen tut es sehr gut, wenn die sich nützlich fühlen, wenn die gebraucht werden, wenn die Liebe, der Oli hat es mit den Frequenzen erklärt, aber die Liebe zwischen den Hunden, die gerettet werden, und den alten Leuten, die eigentlich sonst nur noch rumsitzen, die geben sich gegenseitig so viel Liebe. Das ist mein großer Plan, dass ich alte Leute, die sich nutzlos finden, und alte und behinderte Hunde, die niemand will, zusammenbringen will auf unser Ranch. Dann hatte ich natürlich in 20 Jahren unheimlich viele Pflegehunde, das sind nur ganz wenige davon. In der Mitte sind eine Mutter und ihr Sohn, und ich weine ein bisschen, weil die sind mir ans Herz gewachsen, und das ist auf dem Weg zum Transport. Okay, da ist der Transport. Ja, das ja. Go forward. Rescue Road Trips, das ist sehr anerkannt. Der Mann macht das unheimlich gut. Er schläft jeden Abend in einem Schlafsack im Gang zwischen den Hunden, und ein anderer Hund darf sein Bett teilen. Jetzt die Herausforderung für die Tierretter, und viele von uns haben Burnout, wir brennen out. Was passiert mit dem Hund, nachdem ich ihn wieder aufgebe? Was mache ich? Schnell fragen. Wir haben noch ungefähr 7 Minuten. Möchtest du die Hunde zeigen oder möchtest du das zeigen? Okay, ich gehe mal ganz schnell durch das. Ihr könnt sehen, ich weine. Dann ist eine Mitgefühlsermüdung, wenn man einfach fast nicht mehr kann, weil man sieht, ich kriege jeden Tag so viele Anfragen. Da ist ein Hund, der ist zu alt, der ist zu krank, kannst du ihn nehmen und so weiter. Auch das Tierpflegepersonal leidet unter Arbeitsstress und haben Burnout, genauso wie die Rescuers. Ich habe jetzt eine Freundin, die gesagt hat, ich muss für 2 Monate aufhören, ich kann nicht mehr. Die Selbstmordrate in der Veterinärmedizin ist unglaublich hoch, weil die sehen so viele schlimme Fälle auch, genau wie das Shelterpersonal, mit Gefühlsermüdung, Einstellung zu Tod und Sterbehilfe. Selbstmord, bis 43% der Todesfälle bei Tierärzten sind auf Selbstmord zurückzuführen. Das ist viel höher als bei menschlichen Ärzten. Es braucht unheimlich viel Stärke im Tierrescue zu sein. Ich merke dasselbe, weil ich brenne aus. Also ich brauche auch Hilfe im Body, Mind, meine Seele, mein Spirit. Manchmal bin ich so deprimiert, weil ich allen helfen möchte und ich kann nicht noch mehr als 9 nehmen, vielleicht noch einen 10. für 2 Wochen. Und dann wird gesagt, man sollte sich vielleicht eine Pause machen. Und was hilft, ist Meditation und Relaxation. Das heißt, ich tue bestimmte Öle in den Diffuser, Stress Away oder Peace and Calming. Und dann, das habe ich noch nicht gelernt. So geht es nicht, auch wenn Leute helfen wollen. Zu viel ist zu viel. Da seht ihr den Energieaustausch zwischen einem Kind und seinem Hund. Und ihr seht, wie sich das synchronisiert. Also die helfen einander, und das ist bei mir genau dasselbe.
Ich habe schon oft Leuten gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Hunde gerettet habe oder ob die Hunde mich gerettet haben. Eben auch wegen dem. Und da seht ihr, ich nenne das die Hundemeditation. Dann habe ich den Diffuser mit Stress Away oder Peace and Calming oder irgend sowas und lege mich einfach aufs Bett und nehme alle Hunde mit mir und lege mich hin. Und das ist für mich wie Meditation. Die kuscheln sich an mich und ich kann die alle streicheln. Der Ole macht dasselbe. Das hilft uns emotional enorm. Okay, jetzt zeigen wir euch noch. Ja. Die Hunde, ja? Okay. Okay, jetzt zeigen wir euch noch die Hunde, die wir jetzt haben. Wir gehen zurück. Voilà, jetzt bist du wieder live. Okay, jetzt kannst du mir einen nach den anderen geben. Okay. Weil wir sind bald fertig. Ja, hier kommt der Tiny. Okay, das ist der Tiny. Das ist der mit dem zerschmetterten Bein. Der ist ein Lausbub. Der ist ein absoluter Lausbub und macht ziemlich, was er will, aber ist auch unglaublich lustig, weil er macht solche Grimassen und stellt die Ohren auf und ja, put it up, okay, show them your ears, okay. Das ist die Cookie, die ein Auge verloren hat, weil sie so geweint hat, als sie zurückgelassen wurde, aber sie, mittlerweile hat sie sich total daran gewöhnt. Das ist die Happy. Die kam zu uns, ihr habt die Fotos gesehen, ohne jegliche Haare auf dem Kopf, am Körper und irgendwo. Und jetzt, wir hatten gerade die Haare geschnitten, aber sie ist ein ganz lieber, süßer Hund. Und weil sie relativ jung war, ein Jahr alt, ist sie nicht sehr traumatisiert, obwohl sie im Sterben lag, als wir sie genommen haben. Ich behalte sie. Okay. Hier ist der kleine Sparky. Der weint fürchterlich, wenn ich in den oberen Stock gehe, um Wäsche zu machen, weil er kann mich nicht aus den Augen lassen. Aber gleichzeitig hat er immer noch zum Teil Angst, wenn man ihn berührt. Und er ist jetzt seit dem 1. März vom letzten Jahr bei uns. Er ist einer der zurückgelassen wurde von dem Mann, der ins Spital ging und nachher in ein Altersheim. Und dann haben wir noch die Sweetie. Das ist die Kleine, die ist jetzt 9 Jahre alt, die in den Graben geworfen wurde von dem Backyard-Hintergrund im Kellerzüchter, weil sie die Hernie hatte und die Augen ja ein bisschen cross-eyed sind. Das ist der Milo, der die schwere Operation haben musste und wo die mir gesagt haben, ihm geht es jedes Mal so viel besser. Ich kam jeden Tag und habe ihn gehalten im Garten oder im Warteraum und die haben gesagt, wir haben das Gefühl, er ist besser aufgehoben zu Hause als im Spital. Die behalte ich schnell. Okay. Das Schwierige ist zum Hin und Her. Das ist das Hund von meinem Mann, mit dem wir uns gegenseitig an Weihnachten überrascht haben. Wir haben abgemacht, keine Weihnachtsgeschenke. Wir haben stattdessen an kleine, schmale Tierhilfeorganisationen gespendet. Wir geben, wie gesagt, etwa gut ein Viertel unseres Einkommens jeden Monat in die Hunderettung. Das ist unser Warum, warum wir Young Living machen. Hier kommt der Letzte. Okay, das ist Campy. Der Name war Scrappy, like a scrap of paper, etwas, das man wegwirft. Und sie war so traumatisiert, aber das Gentle Baby, die Massage mit dem und Mentel und das Rosenöl, einfach zur Unterstützung der emotionalen Erholung hat ihr unheimlich geholfen. Hier ist die kleine Darla. Wir denken, sie liegt im Sterben. Es geht ihr nicht sehr gut. Sie konnte nicht mehr stehen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Aber der Oli hat es geschafft wieder, dass sie wieder. Ich koche jeden Tag frisches Huhn oder Reis oder Ei. Und der Oli arbeitet mit ihr, dass die Beine wieder funktionieren, aber sie kann jeden Tag weggehen. Sie schläft zwischen uns im Bett und wir beide haben eine Hand auf ihr die ganze Nacht. Ja, das ist unser Young Living. Warum?
eigentlich. Außerdem, natürlich wollen wir ein giftfreies, ein gesundes Haus haben, auch weil wir die kranken Hunde hereinnehmen. Denen tut das ja auch nicht gut, wenn ich den Boden mit Clorox putze und die das einatmen. Also es ist für uns sehr wichtig, dass das alles ohne das chemische Zeugs ist. Aber für uns der andere Teil ist, dass wir mit, was wir jeden Monat einnehmen können, dass wir helfen können, alten Leuten, die nicht die Rechnung bezahlen können, kleinen Rettungsorganisationen, dass wir einfach können sagen, wir bezahlen die $5,000 für diesen Hund, wenn die Frau es nicht kann. Und sie liebt den Hund und der Hund liebt sie. Das ist unsere Freiheit. Das ist unsere Freiheit, die wir durch Young Living gewonnen haben. Perfekt. Und du bist auf die Minute genau. Bist du somit fertig? Wenn der Aditya bereit ist, kann er übernehmen von uns. Jawohl, hier kommt er. Ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Ellen. Vielen Dank, lieber Olli. Die Hunde, die sind so lieb und so charaktervoll. Und jeder so ein dichtes Fell, so ein struppiges Fell. Also das sieht man schon allein an dem Fell, was ihr für die lieben Hunde getan habt. Das ist ein Seelenparadies für Hunde, was ihr da geschaffen habt. Gratuliere. Ja. Wir nennen das auch den Ritz-Carlton for Dogs, also und, der Ritz-Carlton für Hunde. Und ich möchte noch, du hast es genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Unser Tierarzt, der weiß, dass wir 9 Hunde haben. Jedes Mal, wenn ein Hund wieder zur Untersuchung, jährlicher Untersuchung kommen will, sagt er, ich habe Leute mit 1 oder 2 Hunden. Ihr habt 9, aber eure sind die fröhlichsten, die gesundesten, die lustigsten und die am wenigsten traumatisierten, die ich in meinem Warteraum habe. Und es ist schon interessant, die Ellen macht Haute Cuisine, sie macht 5-Sterne Cuisine kochen, aber nicht für mich, sondern für die Hunde. Und ich muss dann immer mal betteln, dass ich auch was bekomme von dem Essen, weil das ist ganz hochklassig. Wow. Ja. Du kriegst genug zu essen. Okay. Siehst du, wie ich behandelt werde? Erstens habe ich keinen Platz mehr in meinem eigenen Bett, weil es voller Hunde irgendwo ist. Und wir hatten keine Zeit mehr, die Statistiken zu zeigen. Aber es ist tatsächlich so, dass heutzutage in 60% der Haushalte die Hunde im Bett schlafen. Und das zeigt schon, wie sich die ganze Einstellung der Leute gegen Hunde geändert haben, weil vor 30, 40 Jahren waren noch über 60% der Hunde auf der Straße draußen. Oder im Garten oder in der Garage. Aber das ist genau, was der Ole gesagt hat in seinem Vortrag mit den Frequenzen, weil das ist gegenseitig. Wir geben den Hunden unsere guten Frequenzen ab. Ich zum Beispiel schlafe viel besser, wenn ich einen Hund an den Füßen, einen an den Knien und einen unter meinem Arm, die Kleine im Moment schläft, unter meinem Arm habe. Und wenn ich nicht schlafen kann, streichle ich die einfach und ich spüre den Herzschlag von denen. Und das gibt mir ein einfacheres Atmen und einen besseren Herzschlag. Das ist also eine gegenseitige Sache. Ich versuche auch immer wie ein Hund neben die Ellen zu liegen, dass ich verwöhnt werde, aber das klappt irgendwie nicht. Kannst du nicht unter ihren Arm legen? Er ist schon den Hund besetzt. Ich sage immer wuff, 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 aber. Okay, wir nehmen uns manchmal ganz diskrete Auszeit von den Hunden. Okay, das ist super. Vielen Dank für alles, was ihr tut, für Mensch und Tier und für die ganze Welt. Ihr seid ein Segen. Ihr seid so großartige Menschen. Wir sind im Team so happy, dass wir auch im Team Wenker sind. Und Ellen, dir ganz große Hochachtung für alles, was du wirklich täglich tust, weil du hast ja auch noch ein privates Leben mit Familie und es ist eine schwierige Zeit, Menschen sterben und wir alle können stärker da heraus hervorgehen aus dieser Zeit, aber es ist keine leichte Zeit. Und was du in dieser Zeit so viele Menschen unterstützt, Ellen, das ist vorbildlich. Vielen Dank dafür.
Thank you. Vielen Dank und tschüss aus Texas. Danke, tschüss, alles Gute. Thanks, Aditya. Tschüss.